So Leute, auch für euch ein legendärer Duft von einem legendären Parfümeur, okay? Ich spreche von nichts anderem als vom Parfümeur Albertos Morillas, okay? Und der hat hier, Leute, was für eine Legende erschaffen. Ja, das gibt es gar nicht mal so lange auf dem Markt. Ich glaube, seit 2007 muss man mal nachgoogeln. Das ist jetzt gerade in meinem Kopf. Ich glaube, das ist erst 2007 released worden. Ich spreche von nichts anderem als das Sommerparfum überhaupt. Okay? Definitiv. Dolce & Gabbana Light Blue Guys. Leute, Weltklasse. Das müsst ihr haben für den Sommer. Das ist sowas von perfekt. Das ist nicht übertrieben. Das ist delikat. Das ist dezent, Leute. Das ist nicht aufdringlich. Das ist für Sommer genau perfekt und körpernah. Die Silage ist nicht so gut. Die liegt so vielleicht bei 5,5. Beim Sommer Freshie, ja, das ist ja normal. Aber bei der Hautnähe, die ist dauerhaft da. Also Hautnähe kann man nicht sagen, obwohl die eine Haltbarkeit von 7 hat, ist es definitiv, dass es wirklich hautnah ist, stundenlang zu riechen. Garantiert. Testet das, Leute, das ist wirklich, wirklich, wirklich großartiges Zeug, was hier Light Blue hergestellt hat. Hier hat wirklich definitiv Weihrauch mit drin, okay, unten in der Basis. Das hat Grapefruit, Bergamot, Leute. Das hat Mandarine, Weltklasse-Zeugs. Das müsst ihr definitiv testen. Macht das. Und ihr könnt ja unten drunter in den Kommentaren was reinschreiben. Ich glaube, die meisten von euch kennen das eh schon. Legendärer Duft, legendärer Parfümeur. Leute, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao.